bisher bei Transformers Prime. Es ist, als würde das Blut von Unicron dem Zerstörer jetzt durch meine Adern fließen. Dunkles Energon? Es ist so selten, dass es praktisch so gut wie nicht existent ist. Kontakt mit Zivilpersonen? Wir beschützen sie. Bring mir diesen Fowler. Nennen Sie mir die Position des Autobot-Stützpunktes. Das ist ein Notruf. Mist! Armee, erhebe dich! Seht her! Die Macht des dunklen Energon! Megatron hat die Ruhestätte unserer und seiner eigenen gefallenen Vorfahren entweiht. Nicht mal die Toten haben Ruhe vor seiner Kriegstreiberei. Jetzt endlich die Symbiose. Ich fühle es. Ich besitze die vollständige Kontrolle über meine Armee. Macht sie nieder! Optimus, wenn unsere Gegner eigentlich schon tot sind, wie sollen wir sie dann besiegen? Ratchet, Rückzug. Transportier dich zum Stützpunkt zurück. Nein, ich lass dich nicht im Stich, Optimus. Wenn das hier vorbei ist, könntest du einen Arzt benötigen. Ich schlage vor, sie zu zerlegen. Je kleiner die Teile, desto besser. Hört sich vernünftig an, alter Freund. Beherrsche das dunkle Energon. Wenn du stirbst, Optimus, wirst auch du dich meiner Armee anschließen. Steigt ein, sofort! Danke, Bulkhead. Ja, danke. Was macht ihr hier? Wir machen uns Sorgen um Miko. Hast du sie gesehen? Wie sieht sie denn aus? Alle raus! Und bitte, wartet diesmal hier! Hatte gekotzt. Entschuldige. Erinnere mich daran, das nie wieder zu tun. Ah!
uns vergessen? Ich muss schon wieder kotzen. In den Bunker. Commander Starscream hat den anderen Menschen da auch eingesperrt. Bumblebee! Nett von euch, uns den Weg freizumachen. Aber das Kriegsschiff der Decepticons zu stürmen stand nicht auf dem Plan. Wem sagst du das? Bulkhead! Hallo! Was machen die Menschen hier? Versuch du doch mal, ihnen was zu befehlen. Wir müssen Fowler finden und die Kids hier rausschaffen. Er ist im Bunker. Mein lieber Agent Fowler, Ihnen ist hoffentlich klar, dass die Autobots Sie längst aufgegeben haben. Ich bin der Einzige, der Ihnen jetzt noch helfen kann. Also sagen Sie mir endlich, was ich wissen will, oder? Bitte, nicht nochmal. Sie sind auf einem geheimen Regierungsstützpunkt. Genauer. Ich höre. Es ist das alte Stahlwerk. Oder war es doch unter dieser Jahrmarktsbude? Findet mal jemand raus, was da draußen los ist! Dem dunklen Energon so lange ausgesetzt zu sein, zehrt an unseren Kräften. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Optimus! All diesen Jahren, Optimus, immer noch in absoluter Bestform. Meine Heerschar, erledigt die beiden! Wartet hier. Sie halten uns nur auf und sind leichte Ziele. Hier drin sind Sie sicher, solange Sie sich nicht vom Fleck bewegen. Das war heftig. War? Es ist deine Schuld, dass wir jetzt in sowas Heftigem drinstecken. Was hast du dir dabei gedacht?
Habe ich gesagt, ihr sollt mir folgen? Du wolltest, dass wir eine Band sind. Heißt das nicht, dass man zusammenspielt? Vielleicht habe ich mich ja entschieden, Solo zu spielen. Aber vielleicht ist mir ja deine Sicherheit wichtig. Oh, entschuldige bitte. Heißt du etwa Optimus? Du kannst meinen Schutz Bulkhead überlassen. Recht herzlichen Dank. Ah! Hört auf damit, und zwar beide! Oh, hey, Raph. Raph ist schon gut. Ja, uns passiert schon nichts. Unsere Bots werden zurückkommen. Ja, sie bringen uns nach Hause. Woher wollt ihr das wissen? Hey, Raph, was denkst du, ist das? Was Wichtiges. Was echt Wichtiges. Wach auf, du fetter, trauriger Klumpen Fleisch. Großmutter, gibt's wieder Kekse? Was? Nicht so voreilig. Ich würd's nicht tun. Oh, aber ich vielleicht schon. Wir müssen das an Optimus weiterleiten. Woher weißt du, dass es nicht nur ein Rezept für Weltraumnachos ist? Ich erkenne Mathe, wenn ich sie sehe. Und das hier ist eine extrem komplizierte Gleichung. Und kannst du sie runterladen? Ich habe einen USB-Stick. Aber ich sehe nichts, wo man ihn reinstecken kann. Diese Technik ist echt außerirdisch. Agent Fowler und ich werden uns jetzt zurückziehen. Das Emu sagt? Ja! Nico, mach ein Foto! Coole Idee! Hey, du da! Nicht davon! Davon! Oh. Los, los, los! Solltet euch nicht vom Fleck rühren. Ich liebe Kuchen. Können wir Kuchen besorgen? Ihr habt Fowler gefunden? Voll cool! Bravo, Optimus. Aber das war nur das Vorspiel. Du sparst dir deine Kraft besser für den Hauptakt auf. Niemals herrschen, Megatron. Nicht solange noch Energon durch meine Adern fließt. Das passt doch, denn es ist dunkles Energon, das durch meine Adern fließt. Wenn das nicht Megatrons letzter Trumpf war, was dann?
denn bei euch los gewesen? Wir haben gegen eine Armee untoter Cybertrons gekämpft. Zombies? Ihr gegen Zombies und ich hab's verpasst? Bulkhead, du hast wirklich kein gutes Urteilsvermögen bewiesen, indem du den Menschen erlaubt hast, dich zu begleiten. Es wird nicht wieder vorkommen, Optimus. Ich versprech's. Aber es war nicht Bulkheads Schuld. Miko, bitte. Und jetzt pass auf. Cool, was? Ratchet, sieh dir das an. Das könnte für Megatron von Bedeutung sein. Wow, Megatron ist zurück? Das ist eine ziemlich schlechte Nachricht, oder? Ich verstehe nicht. Ups. Das ist der Con, der Rev wegpusten wollte. Wenigstens sah es ganz danach aus, bevor Bulkhead ihm so richtig das Blech verbogen hat. Miko, Rev wurde beinahe getötet. Das ist kein Spiel. Wann wirst du das endlich in deinen Dickschädel kriegen? Wir alle wurden beinahe getötet, Jack. Du, ich, Rev. Sogar sie. Also wenn das ein ganz normaler Tag bei den Autobots war, dann bin ich raus, Leute. Das ist nichts für mich. Jack, euch Gefahren auszusetzen lag nie in unserer Absicht. Wie auch immer, es ist nicht mehr nur die Sicherheit von euch dreien, die auf dem Spiel steht, sondern die Sicherheit der gesamten Menschheit. Wenn ihr uns verlassen wollt, werden wir das respektieren. Nur keine Tränen, da ist die Tür. Gehen wir, Rev. Ich komm schon klar, Jack. Wir sehen uns in der Schule. Wie du willst. Ich weiß schon, ihr existiert nicht. Sonst bist du erledigt. Bitte lock Megatron. Ich wollte nicht. Du solltest meine Befehle abwarten. Stattdessen hast du mit deiner hirnlosen Aktion mein Schiff außer Betrieb gesetzt und meine Pläne durchkreuzt. Es geschah in guter Absicht, Meister. Ich wollte euch nur helfen, Optimus loszuwerden. Niemand außer mir wird sich um Optimus Prime kümmern. Hast du das verstanden? Gib Antwort! Lord Megatron, ich bringe es wieder in Ordnung. Ich schwöre es. Ich weiß, wie ich eure Pläne wieder auf Kurs bringe. Klär mich auf, Starscream. Aber schnell. Jetzt verstehe ich, warum du so schnell nach Hause musstest. Hast du nichts Aufregenderes zu tun, Miko? Hier hängst du immer rum, hä? Zu Hause in Tokio habe ich liebende Eltern und zwei reinrassige Katzen, Chi-Chi und Ding-Dong. Ich ging auf die beste Schule, hatte Klavierunterricht, seit ich 3 war. Wie schön für dich. Nein, wie langweilig. Das war nicht ich. Warum wohl habe ich die Gelegenheit genutzt, hierher zu kommen? Nach Jasper, Nevada, der Welthauptstadt der Unterhaltung. Ja, okay, der Prospekt hat gelogen. Der Klavierunterricht fing sogar langsam an, Spaß zu machen. Aber dann, was die letzten Tage passiert ist. Kannst du mal auf den Punkt kommen? Na klar. Ich hab gesehen, was du getan hast. Du hast Rev gerettet. Du kamst, um mich zu retten. So bin ich eben erzogen worden. Verantwortung in der Schule, für meine Mutter, meinen Job. Alter, hör mir zu. Du bist kein Pommeskoch. Du bist ein Rockstar. Hör auf, so zu tun, als seist du normal, Jack. Du passt nicht hierher. Du wurdest zu was Größerem geboren. Danke, Miko. Aber normal reicht mir völlig aus. Oh. Unglaublich. Optimus!
Das sind die technischen Daten für einen Raumzeitwirbelgenerator. Megatron will eine Weltraumbrücke bauen. Wenn er es nicht schon getan hat. Je eher er verschwindet, desto besser. Bulkhead, eine Weltraumbrücke verläuft in zwei Richtungen. Megatron nutzt sie sicher nicht, um die Erde zu verlassen, sondern um seine Armee der Untoten herzuholen. Der Hauptakt, auf den Megatron hingewiesen hat. Aber der einzige Ort, an dem Megatron überhaupt so viele gefallene Krieger für seine Armee rekrutieren könnte? Ganz genau. Thank you.